Schreib mir schon mal auf. Schwein in der U-Bahn. Oh, ist hier kalt? Was? Das ist ja voll böse. Euch habe ich noch nie gesehen. Ich hoffe, wir kriegen irgendwie einen Schneeanzug von der oder so. Dies ist die Kuyara Ranch. Oder sie war es mal. Wegen den bösen Schweinen ist es jetzt... eisig. Nur noch kalt. Nur noch kalt. Deshalb wohne ich im Kuyara-Schuppen auf dem Gipfel. Wenn ihr nur rumsteht, erfriert ihr noch. Habe ich gemerkt. Wie? Ich erfriere und du nicht? Sieh mal! Ich bin dick und ihr nicht. Das sind Flugeichhörnchenkleider aus dem Fell der Kuyaras von der Ranch. Schön warm. Das heißt, die haben Kuyaras getötet. Oh, aber es sind meine Liebsten. Die gebe ich dir nicht. Aber kannst du mir sagen, wo es zum Gipfel geht, Ima? Kennt ihr den Feuerhammer? Nein. Feuerhammer? Tombi hat einen normalen Hammer. Ein normaler reicht nicht. Kuma kann euch mehr dazu sagen. Sie müsste in der Nähe des großen Eisklumpens sein, den ihr erklimmen müsst. Klumpen. Seid vorsichtig, der Schnee ist rutschig. Alles klar, aber wir speichern erstmal ab. Ich habe mich heute auch nicht erschrocken. Ich habe mich gewundert, was draußen los war, aber heute ist ja Karnevalsanfang gezumpel. Nur das Komische war, dass sie nicht um 11.11 Uhr rumgetrommelt haben, sondern schon um, ich glaube, 9:15 oder so war es. Dann habe ich schon gesagt, oh, die sind aber auch spät dran. Aber die waren viel zu früh. So. Kann ich den kaputt machen? Ja. Ja, ist gut. Der Schnee und das Eis sind magisch. Sei vorsichtig. Wow. Hallo, ich hab dich. Ich bin gleich tot. Hier. Vorsicht vor dem Kokervogel. Bald fallen wir ihm mit Getöse in sein Revier ein. Was ist das hier? Ich habe Angst, dass ich da verbrenne. Ne, es ist nur ein Trampolin. Das ist schön. Okay, da kann man hoch, aber man kann auch hier... Okay, da kann ich nicht hoch. Eindeutig nicht. Ich darf auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Weil ich sonst getötet werde. Ich hab's gesehen. Der Kamin voller Schnee. Ja? Da kletterte der Nikolaus rein. Echt, ich hab's gesehen. Oh, ich möchte gerne da oben hin. Da ist nämlich ein Apfel für mich. So, was haben wir hier noch? Oh, wow. So, was mit dir? Da brauchen wir bestimmt den komischen Feuerhammer. Bist du ein Reisender? Sorry, aber weiter kannst du nicht klettern. Lustig, dass sie alle die gleiche Stimme haben. So viel Eis kann man nur mit einem Feuerhammer schmelzen. Ja, ja. Den hat niemand. Aber ich habe gehört, dass ein großes Eisschwein da drin sein könnte.
In dem Eisklumpen, oder was? Ach, leck mich doch. Ja. Ach, Mann. Ende. Ja, komm. Sind ja relativ weit gekommen. Weiter. Bitte. Jetzt sind wir wieder hier am Anfang, ey. How much energy do we have? Ja, da hinten kann man auf jeden Fall nicht hin. Ja, und da, das ist so. Das können wir da hinfliegen? Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Okay. Aber diesmal speichern wir nicht ab. Ja, ist gut. So. Ah, wir haben schon 100, okay. Und hier, du. Bist du. Nee, du bist nur benommen. Ich dachte schon, das wäre mein Tod. Schon wieder. Na gut, mit dir haben wir ja schon gequatscht. Mhm. Ach, ist ja alles wunderbar hier. Was ist das denn? Ach, das ist der. Das ist der. Ja, komm, gehen wir mal rein. So, Schornsteinschuppen. Habe ich eben gar nicht gesehen. Können wir uns hier. Ne, wir können uns nicht frei bewegen. Reden wir mal mit dir. Das ist schlecht, was? Oh, sorry. Ich habe nur nachgedacht. Stimmt was nicht? Du wirkst besorgt. Oh, du hast es wohl gehört. Ja, es ist echt peinlich. Was passiert? Ich habe wohl meinen großen Sack hier irgendwo verloren. Ich brauche ihn unbedingt. Ohne ihn kann ich nicht arbeiten. Ein großer Sack? Keine Sorge, Tombi, wir gehen ihn suchen. Hm. Hol den großen Sack. Was ist das? Moment. Ist das vielleicht schon? Ein Buch. Reisetagebuch erhalten. Werden an besonderen Stellen im Spiel automatisch benutzt. Okay. Aber ich wollte ja gucken. Guck mal denn. So. 26 von 39. Graue Ereignisse sind erledigt. Pinke Ereignisse sind nicht erledigt. Okay. Abenteuerhinweis. Hier fehlt auf jeden Fall eine, so wie das aussieht. Fehlen auch noch ein paar. Aber es gibt gar nicht so viele, oder?
Oder es ist nur so langweilig, weil ich noch keinen tieferen davon hab. Oder weil ich noch keinen höheren davon hab. Das kann natürlich auch sein. Oh ne, ich glaub. Ah. Weil ich noch keinen höheren hab. Okay. Ich dachte schon, das wäre nur so wenig. Ja gut. Was ist das hier? Können wir uns nicht angucken. Hm. Dann klettern wir wieder raus. So. Da war ich fast schon wieder eingefroren. Ach komm. Ach, Glück gehabt, Alter. So. Dann müssen wir wenigstens nicht über diesen dummen Spalt darüber. Eichhörnchenkostüm. Warm, auch wenn es eiskalt ist. Erweitere deinen Flugradius. Schnelles Drücken von X. Okay. Was ist das denn? Wow, was ist das denn? Das ist ja cool. Was ist das denn? Nüsschen? Ne, Kartoffel. Drei Kartoffeln. Wer bist du? Oh, kalt, kalt. Ganz schön kalt hier ohne Flugeichhörnchenkleider. Flugeichhörnchenkleider. Was machst du da? Frieren. Siehst du das nicht? Hey Mann, Lust auf ein kleines Spielchen? Creepy. Was meinst du denn? Ich habe mein Tagebuch irgendwo auf der Ranch versteckt. Versteckt? Du hast ihn verloren, du Spacko. Ich glaube ja nicht, dass du es findest. Aber wenn, dann kriegst du was Tolles. Ich hab's schon gefunden. Was kriege ich jetzt? Ich will was haben, du hast mir was versprochen. Mist, ich war so sicher, dass ihr es nicht finden würdet. Ihr habt aber nicht reingeschaut. Nee, oder? Haben wir nicht gemacht. Dann versteck es halt nicht. Naja, versprochen ist versprochen. Den Film haben wir übrigens gestern. Nee, heute. Gestern. Gestern haben wir den Film geguckt. Versprochen ist versprochen. Mit Arnold Schwarzenegger. Sehr guter Weihnachtsfilm. Ein grüner Schlüssel. Oh geil, jetzt kann man die grüne Schlüssel die grünen Kisten öffnen. Genau, ein grüner Schlüssel für grüne Truhen. Geil. Mir liegt nichts dran. Nehmt ihn ruhig mit. Wäre auch komisch gewesen. Ist sogar eine grüne Schatztruhe. Versucht doch mal, sie zu öffnen. Wäre auch komisch gewesen, wenn wir keinen grünen Schlüssel von dem grünen Mann bekommen hätten. Mir wird kalt. Ich muss weiter. Lauf du mal rum. Okay. Grüne Kiste. Was ist da drin? Drei Kartoffeln oder was? Oh, Flugeichhörnchenkostüm. Er war auch ein bisschen doof, der Kerl, ne? Beschwert sich, dass er kein Flugeichhörnchenkostüm hat. Und, ne? Dann benutzen wir das gerade mal direkt. Wo ist es da oben?